Gerade hatte ich kurz das Gefühl, mich wieder an etwas erinnern zu können. Oh ja, das tust du in der Tat. Er kommt langsam wieder zu sich. Wo war ich bloß, bevor ich in Hisui auftauchte, hin? Oder her? Und du? Du kamst vom Himmel herabgefallen. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du aus einer anderen Welt stammst. Was wohl die Eltern sagen. Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, wenn ich mit dir einen Pokémon-Kampf austrage. Kanshi, willst du mir den Gefallen tun und gegen mich kämpfen? Okay. Sein Pulli? Ich muss gerade ein wenig an die siebte Gen denken. Also dann, Mashok, volle Fahrt voraus. Mashok? Das ist ein Kampf-Pokémon. Er hat drei Pokémon am Start. Okay, Leute, jetzt geht's Beef hier. Jetzt wird gekämpft. Miau, miau, miau. Level 41, Mashok. Oh, eine Unlichtattacke wäre auf jeden Fall eine Katastrophe. Wieso ist hier eigentlich bei Walzer ein Dreieck zu sehen? Sehr schön. Aha. Patronenhieb, ey. Oh. Ah, schon wieder Patronenhieb. Wie lame. This Pokémon is so insane. But I still like this game. Oh yeah. Samrat. Was? Es hat die Attacke ausgehalten. Ich bin davon ausgegangen, dass ich es KO'n werde. Was soll dieser Unfug, ey? Ja, Steffen, heute Abend gibt es hoffentlich keine Ausreden. Scorgrow. Nice, Scorgrow. Ouch. Aua. Bauchwolke. Ja, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Ich hoffe, dass Scorgrow keine Gesteinsattacke am Start hat. Mhm, Iowas. Ja. Yeah. Das ist ja auch eine sehr, sehr starke Flugattacke. Wie Damage ich mache? Na, immerhin, immerhin. Hoxokeep! Okay, das geht klar. Wenn das so weitergeht, dann könnte ich es vielleicht besiegen. Aber diese Zugreihenfolge. Zum dritten Mal oder was? Irgendwann ist auch Schluss mit lustig, ey. Musst du Heatran sagen. Volltreffer, komm! Mist, ey. Der Kollege ist stark, Mann. Hoxokeep? Versuch's mal. Aber wartet mal. Wird Scorgrow jetzt nicht den ersten Angriff ausüben? Nee, doch nicht. Direkt Hoxokeep in your face. Komm schon, die Attacke muss ziehen. Hoffentlich. Ach, Level 34. Nice. Richtig cool. Kein Problem, Mann. Boah, wie Raichu durchdreht. Ups, Tangela. Oh, Energieball, ey. Gut, der Spezialangriffswert von Tangela ist jetzt nicht heftig, aber trotzdem war der Damage heftig. Miau. Donnerwelle. Egal. Damage machen. Volltreffer, komm. Schöner Damage. Ja, das ergibt Sinn. Tempotechnik bei Tangela. Na toll, ey. Jetzt habe ich den Salat. Komm, Sichtlor. Ja, normal. Wieso kämpfe ich nicht mit Sichtlor? Hallo, Katscha. Was ist los mit dir? So einiges, Mann. So einiges. Silberhauch in your face. Und das war's dann, hoffentlich. Miausen, miausen.
Bravo, das hast du gut gemacht. Danke. Ich hab mir Mühe gegeben. Deine beispiellosen Fähigkeiten haben dir eindrucksvoll den Weg zur Haltestelle Sieg geebnet. Lass uns nun Sneeboss herbeirufen. Angela ist bis auf seine Verteidigung eigentlich gut. Offensivfeste, ne? Bekomme ich jetzt den Vogel? Nein, das ist Sneeboss! Mega! So siehst du also in der Hisui-Form aus. Du bist gewachsen. Das ist Sneeboss, wie cool. Würdest du Sneeboss deine Melodie vorspielen? Yeah, nice, man. Sneeboss ist jetzt am Start. Richtig cool. Boah, wie es aussieht da. Wie es aussieht. Ja, okay. Gifttafel? Wieso Gift? Hast du den Typ Gift? Achso, ja, kein Problem, Steffen, kann passieren. Meine Aufgabe ist hiermit beendet. Klettere nun mit Sneeboss die Klippen hinauf und beruhige den König in den Bergen. Ich kehre nach Jubeldorf zurück. Richte Wächter Tsubaki bitte meinen Dank für die zahlreichen Prüfungen aus, mit denen er uns beehrt hat. Volle Fahrt voraus, Mann. Du kannst Sneeboss nun zu dir rufen und mit ihm Klippen hinauf oder hinabklettern. Okay. Per Sneeboss Transport kannst du die Klippen hinauf und hinabklettern. Durch Drücken des Plusknopfs lässt sich Sneeboss überall herbeirufen. Stehst du bereits neben einer Klippe, kannst du dafür auch den A-Knopf drücken. Oh, nice. Also jetzt zum Beispiel. Bombastisch. Bombastisch. Na endlich. Das ist es. Genau das brauche ich. Was ist das? Und dass Sneeboss auch eine Tasche bei sich hat, ist so vernünftig. Das ist mega gut. Kannst du springen, Kollege? Nö, ist nicht notwendig. Was? Kletterklippe. Ja, ergibt Sinn. Hm? Oh, wie putzig. Ich fange dich kurz. Komm, Sichi. Skorgla. Level 39. Sehr gut. Ja, passt. Damage. Schön. Sehr gut. Ein Volltreffer. Wie wunderschön. Oh, Gift-Hieb. Schon böse. Heftig. Schlitzer haut auch immer wieder voll rein. Die Attacke ist auch böse. Ja. Oh. Na toll. Na toll, ich muss gleich wieder den Bruder Kansha spielen. Oh, by the way, ich habe nur noch 2 Pokémon am Start. Sollte ich nicht den König besänftigen? Doch zuvor sollte ich mich um meine Pokémon kümmern. Sinnvoll ist es auf jeden Fall. Nice! La 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 la. Divinara ist am Start. Und 6 weitere Apikokos. Sehr gut und sehr nützlich. Einen Augenblick. Lebe-Items. 12 Stück. Sehr gut. Hier, gönn dir. Du auch. Du auch. Du auch. Und vielleicht sollte ich Tränke verteilen. Ja, gleich könnte es heftig werden.
Ja, wobei, nee, Supertränke nicht. Erstmal die Tränke einsetzen. Wobei, die Tränke brauche ich ja eigentlich auch, um Supertränke herzustellen. Ja. Ach, 60 Punkte gibt es für die Tränke, nicht schlecht. Gut, das reicht fürs Erste. Dann machen wir weiter. Was haben wir hier hinten? Oh, ein weiteres Korkler. Muss aber jetzt nicht sein. Was haben wir hier? An den Seiten. Oh, eine Vitalknospe, oder? Hier. Yeah. Sneeboss. Mega, ey. Ey, es sieht doch richtig cool aus. Voll stylisch. Oh, lass mal den Baum in Ruhe. Hinabklettern. Ja, das geht auch. Alpollo, was geht? Ich glaube, ich bleib noch hier oben. Oh, das ist so cool, Mann. Endlich. Endlich kann ich klettern. Miau, miau. Hm? Was ist das für ein Pokémon da unten? Komm mal, Lad. Ach, dich haben wir schon. Loslassen. Nee. Ist keine gute Idee. Alpollo. Nee, Nebulak. Cool. Ach was, ein Elite-Skorgler. Wie putzig. Wie putzig. Level? 52, ja. Nee, ich hau ab. Oh nein, Giftpump, ey. Ich kümmere mich später um dich. Ich hab doch fast zu tun. Noch 400 Meter. Jetzt. Wow. Sieht richtig schön aus hier. Wow. Sauberer Absturz. Ach, ich kann auch mit Sneeboss hier chillen. Voll cool. Warte mal. Da ist ein Mogelbaum. Richtig cool. Als ob es sie fangen lassen wollen würde. Doch, das geht. Er hat das versucht, klar, und ich hab mal an. Komm schon, lass sie fangen. Mach keine Foxen. Ich hab nur Pokebälle, sorry, Mogelbaum. Yeah, nice. Meine Entschuldigung wurde angenommen. Und das war's wohl mit dem Pokéball da. Ein weiteres Mogelbaum. Oh, in diesem Spiel würde ich sehr gerne einen Shiny-Mogelbaum sehen wollen. Shiny-Mogelbaum sieht sowieso genial aus. Ich frag mich, wie es in diesem Spiel aussieht. Noch genialer. 7 Aprikokos. Wundervoll. Was für ein Baum. Bemerkt mich nicht. Ich mag Bäume, by the way. Baum. Nice, das zweite Mogelbaum. Mogel, Mogel. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Jemand hatte mich doch neulich gefragt gehabt, ob ich dieses Pokémon fangen kann. Hinatsu? War das nicht Hinatsu? Hey, die Alga. Ach was. Oh, Alpollo, Mann. Heftig. Ups. Und da ist Palkia. Wie cool. Da müsste doch hier irgendwo Giratina oder Arceus sein. Ach was, Nasknet, was geht? Aber du lässt dich jetzt nicht fangen, ne? Doch, so, komm mit, Kollege. So. Schmogelbaum habe ich.
Erst vor kurzem mal Shiny bekommen. Mega cool. Mega cool. Sieht gut aus, ne? Oh, Junge, nervt doch nicht. Ich weiß egal, was zu tun. Was ist da? Ach, ein Hisui Elektroball. Ah, oh, wie cool. Level 40, ey. Ob es sich direkt fangen lässt? Es geht. Hm. Ach was. Na, na toll. Dari wurde erledigt. Danke. Die Gegend hier gefällt mir. Doch, doch. Echt schön hier. Raichu. Oh, sehr schön. Super Ball gefunden. Und was haben wir hier? Pokéball 2. Und Reisköder. Ist hier noch was Nützliches? Hey, ist das eine Schatztruhe? Hey, Raichu, kümmere dich mal bitte darum. Hyperball. Das sollte jetzt mein erster Hyperball sein. Okay, hinaufklettern. Oh, weitere Aprikokos. Und ein Elite Luxtra. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Achso. Ja, yeah, weitere Aprikokos. Sehr schön. Wartet mal, ich möchte etwas ausprobieren. Deck mich kurz. Es hat mich entdeckt. Alleine schon, dass es mich trotzdem trifft, obwohl ich hinter der Säule war. Hey, wo sind meine Aprikokos? Hm? Ah, ich glaube, das bringt jetzt nichts. Oh, oh nein, verdammt. Nein, bist du noch da? Du bist ein echt starker Mensch. Oh, ein weiteres Hisui Elektroball. Sag mal. Ich habe doch sowieso keine Chance gegen dich jetzt. So voll feige. Hä, wo sind meine Pokéball jetzt? Ah. Nein, Hisui Elektroball ist weg. Da. Oh, hier ist noch eins. Oh, es kommt in meine Richtung. Komm, lass dich auffangen. Nice, sehr schön. Das ist voll interessant hier. Ich finde es gerade mega angenehm und chillig. Oh, eine Schutzblume. Juhu. Oh, oh. Das war wohl nichts. Ey, 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 was haben wir denn hier? Ich habe das Gefühl, dass ich unter Beschuss stehe. Oh. Oh, ich dachte, hier ist ein Cashblütenbaum. Nein, das ist ja wirklich. Wie cool, ey. Ist das Schnee hier? Electric, was geht? Was ist das für eine coole Gegend hier da? So viele Electrics. Und Elevoltec. Was ist das für eine coole Gegend hier? Hallo? Was war das denn? Eigentlich schon. Hm? Hier ist ja ein Eingang. Was ist hier? Dies ist die Steinpforte. Mir wurde befohlen, niemanden passieren zu lassen. Och Mist, ey. Ich dachte, das geht. Mann, ey, ich hab mich voll gefreut. Okay. Endstation. Naja, ich kann ja auch hier klettern. Komm schon. Wieso? Geht nicht. Einfach loslassen. Autsch. Sorry, Sneeboss. Elevoltec, ich würde dich gerne bekämpfen wollen. Aber jetzt gerade ist es ein bisschen ungünstig.
Oh, aber um die Aprikokos werde ich mich definitiv kümmern. Nice. Und löchrige Aprikoko. Ach. Citroberm, okay. Genau, da hinten war das Ziel. Oh, da ist ein weiterer Bärenbaum. Ey, das ist wirklich so ein Spiel, was man so ausführlich, wie es nur geht, spielen sollte. Man kann so viele coole Sachen finden. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich ziemlich nützliche Items übersehen habe. Aber in den Livestreams hat man ja auch irgendwie Bock darauf, voranzukommen.